Kern. Wenn du glaubst, du hast genug, komm ich besuchen. Yes! That's bloody rich! Look, I want to make you dudes another offer. Now, I've captured your entire competition on video, including everything here in New Orleans. Let's kill them. Word is that your next stop is Scatopia. An outsider like me would get strung up by my willies trying to bust in there. Hey, I'm starting to like this deal. If you can get me footage of the final stage of the tour, I will pay for this entire event. Are you serious? Everything. What do you guys think? Here, this might help you decide. All right, it went to the donkey. I don't know. You got a deal. Bloody brilliant. Cheers then, gents. Nice. Whoa. We got business to take care of first. What's the point? You guys are so far behind now. There's no way you can win. But hey, that's what you want then. The equalizer. We're screwed. Sorry, Bam. The equalizer is a gnarly all-team stunt. You pull it off and we're all tied up. Man, the equalizer is gonna be hardcore. Me and the boys are gonna run upstairs and borrow a helicopter. Borrow, ja klar. Meet us up there, and when we take off, just grab on and bust some insane. Oh yeah, security's gonna be tight, so watch out. Come on, let's do this. So, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Ziel neu versuchen wir immer. Scheiße, das geht gar nicht. Ich glaube, da unten sind auch so Eingänge, ne? Kommen wir bestimmt irgendwie hoch. Achso, da sind Security, habe ich gehört. Sind wir auf dem richtigen Dach, oder? Oh ja, da ist Security, dann sind wir auf dem richtigen Dach. Boah, da war jemand. Puh! Halt dich fest, wir sind, bis wir in Position sind. Was? Wo? Wie geht das denn jetzt? Lass dich fallen! Wieso lässt er sich nicht fallen? Ja, wie soll ich denn jetzt auf den Helikopter drankommen? Aha, so. Lass dich fallen, Kollege. Wie lass ich mich fallen? Na, so nicht. Egal. Das ist wieder falsch. Ja, normalerweise lasse ich mich doch mit R fallen. Ah ja, so. Moment, jetzt habe ich wieder... Ach, ich hätte auch mal sollen lesen, was da los ist. Also, so, jetzt habe ich ja... jetzt weiß ich ja, wie es geht. Wir sollen einfach einen Acid Drop machen. Hier wieder hoch und wieder an den Heli dran. Genau so. So, und jetzt müssen wir gleich einen Spin-Transfer über den Helikopter machen. Das hat nicht funktioniert. Also, ziehen nochmal neu versuchen. So, jetzt habe ich aber keine Probleme mehr. Jetzt geht's. Ist aber echt ein kranker Move. Dann hält sich am Helikopter fest. Springt runter, springt dann wieder hoch und hält sich wieder an dem Helikopter fest. Schon eine krasse Geschichte eigentlich. Und dann danach springt man mal schön über den Helikopter, was aber schon wieder schief gegangen ist. Ich drücke wohl im falschen Moment die falsche Taste. Naja, die falsche nicht, aber im falschen Moment die richtige Taste. Das war jetzt ganz schön dumm. Habe ich zu früh losgelassen. Ach komm, dann lass mich doch dran, so. Jawohl, jawohl, wir sind in Position und zack, komm wieder hoch. So, und jetzt kommt das Schwere, was eigentlich gar nicht so schwer sein sollte. Schon wieder nicht geschafft. Versuchen wir mit einem Boneless, vielleicht funktioniert das, dann springt man normalerweise höher. Also das erste ist überhaupt kein Problem, so, und zack. Jetzt, wo ich nicht jedes Mal verkacke. Ja, und danach einen ganz normalen Spin-Transfer. Aha. Bam. Der Ausgleicher.
Das ging schief. We did it. We're all tied up. Where are the other guys? They'll be fine. They've been busted for skating many times. I'm sure they can handle it. But we gotta move on. What's that mean? I have to skate the final leg alone? Would I really leave you hanging like that? I'm skating with you. You and I are gonna bring it home. Alter, sieht mein Charakter von der Seite scheiße aus. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir in Skatopia. Skatopia, the skateboarding mecca. We've circled the globe, invaded four continents, and pissed off a lot of people. This is our last shot to clinch this thing, so let's tear it up. Hall of Fame style! Finde die Kettensäge, Acid Drop vom Kabel, markiere die große Reklamentafel, die Legende von Bigfoot, starte das Feuerwerk. Wenn ihr kleinen Drecksäcke fertig seid mit Punkten, kommt zu mir, wir zählen bla. So, erstmal zu Tony gehen, dann kriegen wir natürlich neue Ziele. Alright, let me show you something. Spin am Baumwipfel und Acid Drop, Bergspitzen-Manual, Holzarbeiter-Kombo, Spin-Transfer an der Mine, Spring zum Wetterballon, Skatopia-Spin-Kombo, Downhill-Line, weg mit den Bienenstöcken. Und wir skaten natürlich jetzt auch mit Tony Hawk, gar keine Frage, natürlich tun wir das jetzt, denn was soll ich auch anders tun, wenn wir schon die Chance haben, den legendären Tony Hawk zu spielen. Was werde ich dann wohl tun? Genau, ich werde den legendären Tony Hawk spielen. Und hier ist auch irgendwo die Reklametafel. Jawohl, hier. Wenn ich da jetzt hochgehe wahrscheinlich. Jawohl, also machen wir die schon mal. Pass auf! Da sind wir noch glatt runtergefallen. Und ich hatte jetzt in Erinnerung, dass wir hier, wenn wir da runterfallen, etwas finden, aber finden wir doch nicht. Moment, vielleicht ist die Kettensäge auch hier auf dem Baum, oder was? Nee, auf dem Baum ist sie gar nicht. Aber hier ist dieses andere Ding. Bam! Und da haben wir schon den Acid Drop vom Kabel gemacht. So, springen zum Wetterballon ist an für sich auch möglich. Und zwar folgendermaßen. So nicht. Wäre auch ganz praktisch, wenn ich da nochmal A drücken würde. So, 50 Punkte haben wir schon mal. Immerhin. Würde ich glatt behaupten. Da, so auch nicht. So kann man auch nicht zum Wetterballon springen. Also, nochmal hoch. So. Na, weg. Da ist Bigfoot. Also so ein Zeichen von Bigfoot. So, jetzt aber. Ah! Fuck, ich dachte, das würde so funktionieren. Naja, was mit dir? Hier kann man auch hoch, ne? Jawohl. Ah, fuck. Egal. Hier können wir nämlich auch noch was machen. Nämlich hier die Holzfäller-Kombo. Bam. Holzarbeiter-Kombo, auch gut. So, was haben wir noch? Skate die Line. Ach so, okay, machen wir das mal. Hier müssen wir nämlich. Ach so, die muss man in einem. Muss man in einer Kombo skaten, scheinbar. Hä, Moment. Geht's da nochmal raus oder was? Wieso? Hä? Moment, irgendwie ist die Line hier ein bisschen verbuggt. Ach so, jetzt hab ich ja, jetzt das war ich, jetzt hab ich. Na, geh doch runter, so. Jetzt hab ich vergessen hier, den Revert zu machen. Aha. So, jetzt haben wir die aber. Ziele ansehen. Spin am Baumwipfel und Acid Drop. Bergspitzen Manual. Oh ja, von ganz oben im Manual runter, das ist episch. Versuchen wir das mal, würde ich sagen. Also ganz hoch.
Ich bastel gerade an diesem kranken Offroad-Skateboard, aber ich hab's etwas mit dem Motor übertrieben. Das ist es in die Luft geflogen. Bring mir was mit. Achso, der will den. Genau. Der will die Motorsäge haben. Also, und hier haben wir Ryan Sheckler. Cool, sagt er. Ein langes Stromkabel. Hüttenattacke. Über den Dächern. Sprung vom Kabel. Also, Ryan Sheckler, meine Damen und Herren. Ein sehr junger Skater. Also, zu dieser Zeit war der sehr jung. Heute ist er nicht mehr so jung. Also, der war sehr früh sehr, sehr gut. Okay, das war nix. So, was haben wir denn jetzt? Du. Highscore im Spielautomat. Wo steht der denn? Doch, ich weiß es. Machen wir das mal gerade. Oh, du Arsch. Der steht nämlich hier unten. Bam. Da. Also, machen wir mal gerade die 150.000 Punkte hier. Das ist ja ein Klacks. Ah, das war ein Special-Trick. Ja, super. 50.000 hätten wir schon gehabt. Nach gerade mal 10 Sekunden. Und dann... Hallo? Aha. Verkacke ich das? Nein! Schon wieder. Ach, komm. Aktuell... Was? Ziel neu versuchen, so. Ziel neu versuchen, meine Fresse. Ah, was mache ich denn für einen Kack? Oh, Leute. So, jetzt haben wir es aber. Whee! So, jetzt darüber. Oh, schon. Ne, noch keine 150.000. Ich gerade noch ein paar mehr. Da haben wir die 150.000. Jetzt die Frage, wo zur Hölle ist diese verfickte... Motorsäge, ey. Die war auf irgendeinem Baum. Leider habe ich aber vergessen. Oh, scheiß Affe. Der oben den Baum, ne? Da, auf dem Baum ist sie. Da war es doch einer. Meines Wissens kann man, ja, da kann man einfach so hochklettern. Und da haben wir sie. Oh, fuck. Das war wohl Bigfoot. Okay. So, das Blöde an der Sache ist, jetzt ist leider das mit dem Dings abgebrochen. Mit dem Highscore am Spielautomat. Aber kein Problem, das machen wir gleich. Jetzt suche ich zuerst mal Bigfoot. Der dürfte nämlich jetzt hier irgendwo stehen. Da unten vielleicht. Da ist er. So. Hat der eine Stimme. Skatopia-Transfer. Lass ein paar Pflanzen wachsen. Freie Bahn. Manual einen Hang nach oben. Da werdet ihr euch jetzt fragen, wie macht man denn einen Hang nach oben eine Manual? Aber Jesse James hat uns ja erklärt. Genau. Wow. Moment. Jesse James hat uns erklärt, dieses Skateboard hier hat Power, denn da ist ein Motor dran, Kollegen. Und deswegen kann man hier ohne Probleme mit einem Manual hochfahren. Und das gibt 100 Punkte. Total übertrieben. Textnachricht von Mike V. Wir sind im Gefängnis, aber bald sind wir wieder bei euch. Beaverhausen kommt jeden Moment und kauft uns frei. Bevor wir erwischt wurden, haben wir seinen Truck geklaut. Beste. So, das mit dem Pflanzenwachsen geht irgendwie auch mit ihm hier. Ja, hier ist ja so ein Ding. Ich glaube, da musste man irgendwie einen Trick drüber machen oder so. Ah ja. Genau, ein Bigfoot-Flip. Jetzt muss ich nur noch die anderen zwei Stellen finden, wo das gemacht werden muss. Tja. Okay. Ich finde an für sich so keine. Aber dieser scheiß Affe immer. Wisst ihr was? Boah. Ah, der kann gar nicht vom Skateboard runter. Schlecht. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Skater und holen uns den mal wieder. Beiseite.
Oh, fuck. So. Bam. Highscore-Spielautomat, stimmt. Starte das Feuerwerk. WTF, was für ein Feuerwerk? No, was ist jetzt los?